Willkommen zurück zu Disgaea 2. Wir schauen, dass wir die nächste Station der Arena angehen. Ich muss eben kurz gucken, wo hier das Tor zur Arena ist. Und das ist das Tor, aber nicht die Person, mit der ich reden soll. Ich muss mit der Person reden, die den grünen Pfeil über den Kopf hat. Da ist sie doch. A Battle Arena. Verschieden. Second Battle. が、どうやら頭脳戦が苦手なお前のため、素晴らしい方がお相手してくださるぞ。ジオパネルに人生を捧げて1万年、その道一筋、ジオじいさんの登場だ。 Das ist so ziemlich das eine, was ich nicht hören wollte. Nein, Geopanels. Dore, Wakamono, kono nankai na Geopanelu wo. Das Wort Puzzle schon höre da. Oh Gott. Adel-san が頭脳戦に弱いことを見破られたみたいですね。 Hanako, ich bin voll deiner Meinung. Im Shinra-Tower, ja? Okay. こんなの簡単じゃねえか。あの赤い血をシンボルが鍵になってる。鍵になるシンボルさえ分かっちまえば、クリアするのは難しくねえよ。もう見切ったのか。お主できるな。はは。 ちょっと頭脳戦しか知らぬ戦闘マニアのくせに意外にやるのう、アデル。勘違いするな。俺は小細工とか卑怯な真似が嫌いなだけだ。その気になりゃこんなもんすぐ解ける。頭脳戦に弱いなんて勝手に決めんな。Ist die Frage, ob das wirklich Resistenzlösung ist und ob das so einfach wird. Okay, also wenn man den roten zerstören würde, dann würden alle hellblauen Felder rot werden. Das hier würde mit drauf gehen. Und dann alle. Dann jeweils alle hellblauen und roten, weil die ja auch rot geworden sind, zerstören. Das heißt, wahrscheinlich ist einer von den Geo-Symbols auf dem roten, ne? Muss ja. Ja, hier der grüne. Das Problem ist, dass das eine gewaltige Kettenreaktion geben wird, die derartig tödlich ist, dass jeder, der da drauf steht, stirbt. Der Einzige, der das überleben kann. warte mal. Hier sind Invincibility Panel. Ist das nicht ein Problem in der Lösung? Ich hoffe nicht. Ich hoffe, ich vertraue mal der Einschätzung und mache mir selber keine Gedanken. Ist mir auch viel lieber jetzt. Du bist das rote Ding ist echt weit weg. Ich kann nicht einfach jemanden hinschmeißen. Ich müsste jetzt Leute opfern. Dann würde es funktionieren. Aber das will ich jetzt nicht machen. Wir gehen mal erstmal nach vorne und versuchen erstmal eine Runde zu überleben. Ja, super. Die Marionetten stehen alle auf Unpumpbarkeitsfeldern. Ne? Das heißt, ich kann dich gar nicht angreifen.
Hervorragend. Dann laufen wir erstmal bis hier und bereiten dann alles vor. Gibt es die Erfahrung? Weil wir würden es wahrscheinlich viel Bonus geben. Ja, dann sollten wir möglichst viele Leute rausholen. Wie gesagt, wir holen auf jeden Fall Dun Dute jetzt raus, weil den brauchen wir. Lassen wir Hope mal drinnen diese Runde. Die hat eh recht viel Erfahrung. Ich darf hier nicht auf diese komische Ally Damage Felder stellen. Also die hellblauen sind natürlich ein Problem. Ach, Silence, ja. No-Entry-Felder sind auch ziemlich nervig, natürlich. Kann man nicht anders sagen. Bringt eine Milch. Wird groß und stark. Die Runde kriegt ihr euch alle raus. Machen wir nächste Runde, ja. Der Konter, wow. Der hat also einen sehr speziellen Konter. Nicht nur, dass er sehr oft kontern kann, er hat sogar einen sehr speziellen Konter. Cool. Gut. Warum habe ich jetzt eigentlich so viel rausgeholt? Habe ich irgendwie Lack gesoffen oder sowas? Macht ja gar keinen Sinn, jetzt so viel rauszuholen. Kann ich erst machen, wenn die Felder weg sind. Das Problem ist halt, ja gut, die Puppets werden nicht sterben, ne? Also, die sind eigentlich safe. Ist sie irgendwo in... Ja genau, auf diesen Feldern kann ich im Grunde stehen. Moment mal eben. Wie weit könntest du Dun Dute schmeißen? Also gerade nicht weit genug. Okay. Oh, ich hatte ja alles mal so, ne? Kann ich ja im Grunde wieder so herstellen. Komme ich dann ran mit einem Spell? Na, ja, No-Entry-Felder, ne? Wir warten noch eine Runde damit. Ja, ist besser. Oder? Warte mal, können wir so vielleicht? Na, ich möchte eigentlich, dass Adele sich opfert, ne? Das ist auch ehrlich gesagt blöd. Moment. Geh du mal bitte auf das Invincibility Feld. Und du gehst auf das hier. Und nächste Runde schmeißen wir Dun Dute daran, dass es ihn zerstören kann. Machen wir es so. Solange ein paar von den Puppen ja auch auf den gelben Feldern stehen bleiben, die können ja nicht sterben, oder? Außer ich verstehe mit der Invincibility im Geo-Bereich falsch. Was ich hoffentlich nicht tue. So, bewegen darfst du dich ruhig schon mal. Der große Vorteil natürlich an Dun Dute. Oh, das ist natürlich ein No-Entry-Feld. An Dun Dute ist natürlich, dass er kein Damage nimmt. Durch die Bio-Gedönse Geschichten. Aber ich muss ihn auch nah genug rankriegen, dass er casten kann, ne? Also Spell casten. Und das auf dem Feld. Hä? Ach ja, ich habe was vergessen. Ganz blöde Regel. Du kannst nicht über No-Entry-Felder nicht rüber. Also kannst du auch nicht drüber werfen. Also du kannst auch nicht drüber rumschmeißen, die Leute. Stimmt. Das habe ich völlig vergessen. Ja, dann müssen wir ein bisschen gucken. Die Frage ist halt, wie man zu dem roten Ding hinkommt, ne? Das war's schon für ihn. Oder? So viel AP hat er, glaube ich, gar nicht. Na geil, das war der Plan A. Der ist hart schief gegangen. ich habe ganz vergessen, dass die... Ich, das ist das Problem. Ich habe vergessen, dass die No-Entry-Felder nicht überschmissen werden können.
Und deswegen ist dieses Puzzle nämlich gar nicht so einfach, weil du da hinkommen musst. Und das kann eigentlich nur ein Spellcaster wirklich gut. Jetzt habe ich nur noch einen Spellcaster. Wenn ich definitiv ein bisschen vorsichtiger sein muss. Aber ich bin auch bereit, dann was zu opfern, das geht nicht mehr anders. Du hättest schaffen können ohne Opferung, aber... Naja. Sollte wohl nicht sein, ne? Das ist ja meine Unfähigkeit in dem Augenblick. So, also bis dahin könnten wir werfen, bringt nicht viel. Ich schaue mich, ob wir irgendwie in die Range kommen von diesem blöden Feld. Ich glaube fast nicht und das ist das Problem. Weil die durchgängig sind, ne? Nur wahrscheinlich da hinten irgendwo nicht. Ja, da hinten ist wahrscheinlich eine Lücke oder so, dass man da außen rumlaufen soll. Man soll eigentlich im Kreis rumlaufen. Oh, wie nervig ist das denn? Und hier ist natürlich Silence, das heißt, hier kann sie auch nicht spellcasten. Aber sie kommt trotzdem ran. Deswegen, Magier wäre sowas sehr nützlich. Natürlich wird sie dabei sterben. Aber, mein Gott. Ist fürs Team, ne? Jetzt wird schmerzhaft. Und ich verstehe die nächste Runde. Nächste Welle wird schmerzhaft. Und es geht. Das ist natürlich eine super Kombo jetzt, ne? Ist hier so eine Stage, die könnte man sehr oft wiederholen, um die höchste Bonusleistung mal zu bekommen und alle Items zu bekommen hier, ne? Oder auch die Erfahrung, die man hier kriegen kann. Also Invincibility-Felder sterben durch Geo-Effekte. Siehst du, das wusste ich nämlich auch noch gar nicht. Oder habe ich nicht mehr auf dem Schirm gehabt, dass das so ist. Ist aber super relevant. Mein Gott. Sie lebt sogar noch. Aber ich weiß nicht, ob sie da überleben kann. Nächste Runde. Oh, noch einer. Oh ja, dann ist vielleicht doch noch böse. Weil diese Beißfälle explodieren am Ende nochmal. Das heißt, dass alle, die draußen da sterben werden. Oder? Ja, wobei, Adele hat noch wenig Schaden genommen bisher. Ich hoffe, die ganzen Gegner sterben jetzt nicht. Das wäre ärgerlich. Ja, das Bonus 9 höher geht's gar nicht. Ja, das mit Wilke war schade. Aber hey. Der Rest lief ganz okay. Besser als erwartet sogar. Wir kriegen auch ein bisschen Erfahrung, was ganz gut ist. Nehmen wir mit. Ich weiß nicht, ob ich sie noch retten kann da hinten. Warte mal, ich könnte Hope jetzt benutzen, ne? Also ich muss die benutzen, wenn ich die Magier noch retten will. Und das möchte ich ehrlich gesagt gerne. Ich könnte trotzdem sterben, ehrlich gesagt, aber ich würde ihm eine Chance geben wollen. So, wie tun wir das noch raus? Wir müssen ein bisschen auf die Erfahrung achten. Also holen wir Taro raus, also die im ehesten noch brauchen, sage ich jetzt mal. So, zwei können wir noch rausholen. Ja, das ist kein großer Kampf mehr, lasse ich mal die draußen. Ich nehme mal Raymond wieder raus, was ich gute Erfahrung kriegen werde hier. Und Rosalind ist dann die nächste vom Level her.
Ich frage mich, ob die Stage beim zweiten Mal auch wieder so ist, ne? Manchmal ändern sich die Stages ja ein bisschen. Bei Bossen sowieso. Oh, Alter, das viel Schaden. Dann ist die Magin jetzt wahrscheinlich down. Ja, sie ändern die Stages meistens ein bisschen bei solchen Sachen, ne? Kann sein, dass das Rätsel am nächsten Mal anders ist. Oder nicht so einfach zu lösen ist. Ja gut, das habe ich umsonst gerettet. Also, ich habe sie nicht gerettet. Der Rettungsversuch war umsonst. Aber es ist alles okay. Auch durch die Stage hinter uns bringen, ne? Ich meine, spätestens hier wäre Dundut auch gestorben. Fakt. Wenn er so nach vorne geht und mehr greifen ihn an, dann schiebt er auch. Das ist für alle Magier ein Problem. Nein, Poison Blast bitte. Ja. Und dann einen schönen Crimson Flame. Der hier, alter Rätselsack. Weg damit. Lock du mal den hinten an. Gönn dir ein bisschen Milch. Also ist natürlich klar, wenn man einen verliert, zum Beispiel, als sie Dundumit verloren haben oder jetzt Lana verloren haben, dann könnt ihr nicht einfach neue wieder rausholen aus dem Pool. Ihr könnt nicht endlos Leute rausholen. Ihr habt immer 10 Plätze und wenn jemand stirbt, dann wird halt ein Platz weggenommen, ne? Jetzt könnte man ja endlos die blöden Leute rausholen. Und das ist nicht Sinn der Sache. Und hat sie überlebt, das Gift? Ja, hat sie, sehr gut. Das freut mich. したぜ、じいさん。ほほほほほ。見事じゃ、若者よ。わしが作り上げた地をパネルをこうも見事にクリアするとはの。神羅の塔に居候しておる吹雪とかいう小僧以来の逸材じゃな。吹雪？誰だそれ。 お前さんの戦いぶりを見て、また新しいアイディアが浮かんだぞい。俺にこれをやろう。レメディ。これは？神羅の塔で秘蔵しておる伝説の万能薬を薄めて作った薬じゃ。よく聞くぞい。 ほほ、万能薬の。どれ、いざという時のために余が預かろう。<笑>なんでお前が預かるんだ。お主のような戦闘マニアに持たせておったら、どこで無駄遣いされるとも知れぬからな。<笑>勝手にしろ。 お前こそ無駄な時に使うんじゃねえぞ。若者よ、
Nee, danke. Leb wohl. あ、忍者の人だ。ござるの人だ。雪丸でござる。貴殿らも舞踏会に出場したのでござるか。まあ、まあね。ちょうど今、2回戦を勝ち抜いたとこだ。それはおめでとうでござる。わらべも戦ったのでござるか。そうでござるよ。すごい。すごいでござる。 拙者など1回戦も2回戦も相手が試合前に大怪我して不戦勝でござるからな。ゴムシ。不戦勝？それはまた幸運じゃのう。まったくラッキーでござるよ。拙者も無用な戦は嫌でござるからな。この珍妙な生き物は何を怯えてござるか。 Ah ja, ich habe schon gesagt, dass es damals nicht Edna gewesen ist. Jetzt ist das Rätsel gelöst und ich meine, genau deswegen war Tink damals länger unter der Dusche und wir haben die erste Konfrontation nicht miterlebt. Das wusste ich nicht mehr, aber es sind halt diese ganz klaren Anzeichen, ne? Wenn ein Charakter aus irgendwelchen Gründen für eine Zeit verschwunden ist, wenn zum ersten Mal ein anderer Charakter auftaucht, hat meistens was zu bedeuten. ボクシーをこんな姿にしたのはこいつなんですってばよ。本当かお前。この前は絶対に魔人エトナの仕業だって断言したくせに持ち持ってたじゃねえか。過去の過ちを偽っても引きずってたらでっかい男にはなれねえぞてめえ。でもまあ確かに服装は似てるけど顔は全然違うみたいだね。てへ。結局違うんじゃねえか。 Also war es vielleicht nur jemand, der dieselben Gewänder trägt. Vielleicht vom selben Clan. そちらのカエルのご人は何者かに姿を変えられたのでござるか。うん。お主に似た服装の者に姿を変えられたそうじゃな。拙者に似た装束で変化の術も使えてとなる。まさか。どうした？なんか知ってるのか。 Aber wenn da noch jemand rumläuft, der so ist wie sie oder von demselben Clan ist, könnte das vielleicht auch erklären, weswegen da zwischendurch Leute ausscheiden, dass sie gar nicht erst kämpfen muss. Vielleicht hilft ihr jemand. Nur Vermutungen. Ah, erstmal wieder wiederbeleben und heilen. Wo ist denn nochmal die Heilerei hier gewesen? Da unten. Da unten bist du. Ein Preis kriegen wir. Wow. Recovery Item, naja. Nicht das Beste, was man bekommen kann. Sonst muss ich eigentlich nichts machen, ne? Ist ja immer noch alles cool. Machen wir nächste Stage noch? Wir machen nächste Stage noch, komm, was soll's. Battle Arena. Ich hab gleich gespeichert, ne? Moment. Nicht doof sein und nicht speichern. Das haben wir gar nicht erst mit an. So. Third Battle. <笑>証拠にもなく現れたか。どんな恐ろしい敵が待っているとも知らず愚かなやつだな、アデルよ。<笑>どんなやつが相手だろうが俺は逃げも隠れもしない。そうかな。お前の弱点は調査済みだ。
Ach ja, er hat eine Schwäche gegen... Eigentlich gegen Mädels. Aber vielleicht generell gegen feminine Reize, ich weiß ja nicht. エレノア、なんでここに。バカだ、これ。私から逃げられると思ったの?アデル、この女知り合いなのか?エレノアなんて名前聞いたこともないよ。昔の彼女だったりして。おほー。アデルさんも隅に置けませんね。バカ。 Sagte, er mag keine Mädels. Moment, nicht, sollte man nicht verwechseln. Ne? Das war ja in Disgaea 1. Lahal hat ja ein anderes Problem damit. Aber gut, er mag sie einfach noch nicht wegen Erfahrung mit dieser Dame anscheinend. どういう関係なんじゃお主ら。何やらただならぬ因縁がありそうじゃな。前には関係のないことだ。なんじゃその態度は、無礼者。今日こそは逃がさないわよ、アデル。契約に従い、あなたの魂をいただくわ。そうはいくかよ。 あの時のままの俺だと思うなよ。この顔の傷の借り返させてもらうぜ。 Interessant. Also die Narbe hier im Gesicht trägt es von ihr? Okay. Ich kann mich an die meisten Sachen nicht erinnern, deswegen so, keine Ahnung. Scheint bedeutsamer zu sein, als ich denke. Warum muss das so viele schreckliche Geopanels sein, Alter? Ich hasse Geopanels so sehr. Ich sag's mal wieder, ich persönlich würde ernsthaft das Gaia-Spiel viel mehr genießen, wenn es keine Geopanels gäbe. Beziehungsweise wenn die ein bisschen sinnvoller werden. Ich meine, es gibt eine Möglichkeit, das ein bisschen mehr so zu machen, dass es einfach gewisse Feldbedingungen hier simulieren soll und so. Dass jemand, der in einer defensiven Position steht, halt mehr Defense hat wegen dem Panels, aber das ist halt einfach nur Chaos. Und vor der ganze Warp-Scheiß, ne? Ich hasse Warp. Das ist Chaos, nichts anderes. Naja, was soll's? Da kann ich noch lange jammern oder ich lege jetzt los, dann lege ich lieber los. Da würde ich fast sagen, wir stellen uns hier eine Gruppe aus tapferen Campern zusammen, die erstmal da reinwarpt. Iki ist auch sehr tanky. Ist eigentlich besser, wenn er mit jemand zusammenarbeitet, ne? Wie viele von meinen Leuten? Ach komm, Rosalie, du machst das schon. Shield. Sehr gut, da können wir nämlich alle einmal mit dem Shield buffen. So, dann sollen wir so losziehen. Na, gucken wir erstmal. Die nächste Welle los. Das ist mein Plan, das so zu machen einfach. Ich lasse die über das Warp-Spiel einfach ein. Das heißt, meine Monster-Beast-Monster-Technik funktioniert nicht so gut, weil ich nicht sicher sagen kann, ob die Leute zusammen irgendwo landen. Und Magier irgendwo reinzuschicken ist auch immer sehr gefährlich, aber ich mach's einfach mal. Sie kann ja trotzdem einmal eben Domination machen. Für die beiden. Dann machen wir noch ein Schild drauf. Und dann gucken wir mal, was die anderen so leisten können. Das macht Silence gut, ist das egal? Ich könnte auch hier hochlaufen und Defense bekommen, das ist auch mehr Sinn. Ich mache jetzt das Warp hier noch nicht kaputt, weil ich kann es ja noch für zu meinem Vorteil nutzen, ne? Also warum nicht? So, Attack ist eigentlich eine gute Sache. Yeah.
Ja, ich könnte natürlich Geosymbole auf die anderen Farben werfen und nachher auch Chaos machen, aber ich glaube, da verliere ich wahrscheinlich mehr Leute durch, als wenn es was Gutes tun würde. Lassen wir mal lieber. So, das waren nicht alle. Das müssen ja vier Leute sein, ne? Da ist Ryu gelandet. Okay. Er könnte den Ally-Damage zerstören. Weil der ist wirklich nur Kacke für uns. Kann aber auch angreifen, na komm, dann. So, das waren alle vier, ne? Gut. Los geht's, Leute. Squad 2, ausrücken. What the fuck? 293? Ich weiß, dass dieser stärker ist, aber 293? Wow. Ist auf jeden Fall dann wohl hier Intelligenz-Move. Trade die eigene da. Wir evaden da doch, oder? Interessant, dass sie nicht evaded ist. Kann man Friendly Fire. Alter Schwede. Kann man Friendly Fire nicht evaden? Ah, das könnte es gewesen sein für ihn, sofern er nicht mehr. Doch er lebt noch, Alter. Die Muskeln zahlen sich aus. Ja, die evaden sich halt gegenseitig. Jetzt trifft er, hä? Manche Sachen verstehe ich hier wirklich nicht gut genug. Warum trifft der Counter? Ich habe ja schon mal die Idee gehabt, ob Counter vielleicht davon ausgeschlossen sind, aber... Oder man evadet nur einem Angriff oder so. Increases Dodge. Ich meine, okay, das increased nur Dodge, also ist nicht garantiert, dass man dodgt. Okay. Und er hat ja von Natur aus einen recht hohen Dodge. Hm. Perfekt jetzt für Poison hier. Ja, ihr beide seid in der Ecke gespawnt. Das ist ziemlich sinnlos. Dann lasse ich mir die Warp-Felder mal lieber an. Aber wahrscheinlich werde ich sie noch brauchen. Ich weiß nicht, wie ich ihn ihr Leben rauskriegen soll. Ich glaube, das ist unmöglich. Weil hier sind viel zu viele Gegner. Nein, nicht einfach nichts machen. Das wollte ich bestimmt nicht. Es bietet sich gerade an, da mit einem Eiszauber hier schön reinzudonnern. Ja, der wird hier drauf gehen. Ist egal, was ich mache. Ich kann sie da unmöglich nah genug ranbringen. Vor allem, weil sie nicht so viel Reichweite mit ihrer Heilung hat. Aber sie kann hinterher warpen gehen. Dann mit Taro dann. Wie wir die schon Kero Change machen können, ehrlich gesagt. Aber so kann er vielleicht auch hier mithelfen. Dann wäre es aber klüger, ihn jetzt erst die Poison machen zu lassen und dann ihn hinterher angreifen zu lassen. Ich hätte mal ein Item nutzen können, um ihn zu heilen. Ich denke nie daran, dass man Items heilen kann in diesem Spiel. Aber er wäre eh gestorben. Wenn die ganzen sich nicht umdrehen, die drei da, dann wird er eh gekillt. Egal, ob ich ihn heile oder nicht. Ist down, ja schön. Ich buff sie aber mit. Oh, sie hat einen neuen Zwerg gelernt. Nice. Der Punkt ist erreicht, wo sie eine zweite Fähigkeit hat. Ist auch ein Song. Song of Love. Also auch ein Buff, ja? Wir müssen wissen, was es genau macht.
Attack Up, Defense Up. Das ist ziemlich nice. Das heißt, die ist wirklich eine Art Bade, ne? Die einfach massenweise AOE, also kleine Bereiche AOE, mit Buffs versehen kann. Und dann immer zwei Buffs auf einmal gibt. Nicht schlecht. Definitiv nicht schlecht. Oh, warte mal. Ich kann die vielleicht doch noch retten. Indem ich ihn einfach wegschmeiße. Irgendwo hin, wo er sicher ist. Eigentlich reicht es hier schon, oder? Nee, ist Ally Damage. Okay, nee. Das wäre nicht so klug jetzt. Geh mal bitte dahin. Obwohl, das ist auch nicht weit genug weg, glaube ich. Warp-Feld. Da oben ist gar nichts, ne? Da kann er auch nicht hin. Warum auch immer. Hm. Ja, dann geh einfach dahin. Ich hoffe, dass du es überlebst. Ich hätte das gewusst, hätte sie doch noch heilen können. Ich hätte es wissen können. Ich habe es einfach nur wieder nicht auf dem Schirm gehabt. Mal gucken, was jetzt passiert. Chaos. Ja, Magier ist down, denke ich mal. Nee, sie lebt auch noch. Bisher ist da keiner draufgegangen. Und die Heilerin ist ernsthaft genau neben ihm gespawnt. Super. Kommt das so oder so nicht ran, oder? Nee. So im einen Schritt nicht, wow. Das kann ich jetzt ja mal. Na egal. Umgelaufen. Gehen wir mit trotzdem dahin. Doch, warte mal. Es geht wohl. Bang, Triple Strike. Wenn es überlebt. Ja, war schon tödlich, okay. Ja, also zuerst ist er genau hingeschmissen worden vor seiner Nase, aber. War nicht mehr nötig. Also Attack plus 50% heißt dann wohl scheinbar einfach, dass man 50% mehr Schaden macht, egal womit, ne? Das bezieht sich nicht auf den Attack-Wert. Weil es gibt nämlich kein Intelligenz 50% und ich kriege keine Statuserhöhung gerade. Das heißt, eigentlich ist es eher der zugefügte Damage plus 50%, oder? Ja, keine Ahnung. Hier. Nice. Taro, kommst du an sie ran? Nee? Okay. Machst du nix. Die macht jetzt Zusammenblatt. Impaler. So, es fehlt nur noch sie da, ne? Und da kommen wir gerade eh nicht gut ran. Und die ist auf dem Warp-Feld. Das heißt, sie werden sowieso dumm warpen gleich. Mal da machen, Cast-Paro-Change. Und lasst euch mal irgendwo hin warpen. Außer du bleibst hier stehen, falls sie hier hinkommt. Keines auf Damage-Feldern drauf. Gut. Nur noch eine Sukubi. Die kommt da einfach hoch. Okay, das kannst du auch gerne machen. Ich würde gerne mal was wissen, Moment. Okay, also den Buff kriegt er nur von verbündeten weiblichen Einheiten. Nein, nicht das Geo-Ding angreifen. Schön. Und anders hat's angenommen, keine Verluste gemacht. Ja.
Okay, er wollte also rausfinden, wahrscheinlich, wo seine Eltern sind oder sowas. War bereit, dafür seine Seele zu verkaufen, aber das will er nicht mehr, weil es ihm egal geworden ist. アデル。 お主、何かを知りたくて、あやつと契約を結ぼうとしたのか。前には関係ないって言ったろ。なら勝手にせい。ドアもう知らぬ。今さらあいつらのことを知ってどうなる。 Er wollte seine Eltern halt wissen, wer die sind. Gut, dann würde ich sagen, danke fürs Zusehen. Nächstes Mal geht's dann weiter mit der Arena. Bye bye, bis denne.